Bäm, sag ich euch. Bäm. Deliane, ist das eigentlich... Also, das klingt jetzt vielleicht vulgär, aber ist das... Ist das eine Wurst mit Daumen hoch? Also, ich will jetzt nicht hier... Ne? Weiß ja nicht. Sieht so ein bisschen so aus. Eine Erdnuss ist es! Ach so, ich dachte, es wäre ein Mr. Hanky mit Daumen hoch, ne? Hätte ja sein können. Eine Erdnuss! Ich dachte, es ist Mr. Hanky, der Weihnachtscode. Erdnuss hättet ihr auch gesagt. Hm. Naja. Ne? Was? Sivilane? Plötzlich ist die Chipstüte leer. Was ist denn da passiert? Hast du nicht noch eine im Vorratsschrank? Die gute Chipstüte. So, ich glaube, der stirbt nicht. Ach so, wir haben ja auch die falsche Power hier. So, bestimmt umgekippt. Genau, und die ganzen Chips auf dem Boden. Hinter dir liegt noch eine Lays-Barbecue-Tüte. Sind die Lays nicht die, die so aussehen wie so kleine Röhrchen? Wie die Häuschen von so Schnecken? Also so eine Spitzenhäuschen? Oh, Nika stellt eine Riesentüte Chips in den Chat. Gönnt euch, ja? Haut rein. Am Abend darf man schlemmen. Ne? So muss das. Jo, sieht irgendwie noch so aus wie vorher. Ach shit, ich glaube, das ist falsch hier, oder? Es muss bestimmt dahin. Alex nimmt sich die Tüte und geht weg. Ja. Du Schwein. Alles willst du für dich haben. Alex teilt nicht. Nee. Nika mästet die Herde. Nee, Nika mästet nur Alex, weil Alex schnappt sich alles. Alex hat ja nur die Tüte mitgenommen. Die Chips bleiben da. Ist halt so, ne? Das ist wirklich so. So, jetzt muss ich hier den Schalter wieder bewegen. Ich bin zu blöd dafür. Ach so. Weil ihr mir nicht sagt, dass ich den Skill wechseln muss. Was ist da los? Warum muss ich denn heute selber denken? Das fällt mir manchmal verdammt schwer. Ja. Hm. Kommt da die Stimme. Hm. Glotzi isst gerade lecker Mon Cherie. Hm. Mit der Piemont-Kirsche. Gönn dir. Ich habe mein Käffchen noch hier, was jetzt leider schon kalt ist. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Speichern nicht vergessen. Das mache ich sofort. Alex ist halt ein Öko. Als allererstes wird der Müll entsorgt. Ach so. Und deswegen dann die Chipstüte. Oh, Clemens, warum sprichst du nur Mario an, wenn du von Diablo 3 redest? Ich bin hier der wahre Pro-Gamer. Nika mästet nicht? Ich schaue nur, dass ihr was zu knabbern habt. Ja, Clemens, müssen wir machen. Ich warte aber nur auf dich, aber du hast ja mal die Zeit. Clemens muss ja studifizieren. Er sagt er zumindest. Oh, 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 au, 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 au. Oh, das ist ja hier knapp, ne? Das Ding kommt. Au. Mario fragt aber auch nie. Das stimmt. So, wohin schiebe ich denn das Teil? Ich glaube, nach oben, oder? Geht gar nicht. Geht nicht! So. Also irgendwie... Au, ich fühle mich immer heftig angegriffen von dem Scheißteil. Aggressiver Scheiß hier. Sag's euch. Jetzt muss ich den ganzen Blödsinn hier nochmal machen. Oder? Nee, muss ich nicht. Muss ich nicht. Also, aua. Aua, aua, aua. Oder doch? Wo kam denn das Ding her? Oh, Level up. Dieses Gefluche. Muss manchmal sein. Manchmal muss auch eine Annie fluchen. Auch wenn der ein oder andere manchmal schon vollkommen schockiert war, dass ich fluchen kann, dass ich mich aufregen kann. Als so geduldiger Mensch. Aber ich kann. Ich kann sowas von fluchen, wenn ich möchte. Da bleibt kein gutes Haar an irgendwem. So, also. Das Ding haben wir jetzt. Und das muss ich... Wo muss ich denn das hinschieben? Weil da...
Da ist doch schon so ein Ding. Das Ding muss irgendwo hin. Wohin? Ich sehe es noch nicht. Wart ihr nicht auch mal geschockt, wie du fluchen kannst, Clemens? So wie du fluchst, das darf man überhaupt keinem erzählen. Mein Lieber, du weißt, was ich meine. Clemens muss noch ein bisschen lernen, wie man richtig flucht. Ach, Anni ist Fluchamateurin. Gibt es so gewisse Streamer, für die wurde ein Cursometer eingerichtet? Oha. Clemens, du fluchst nie? Nee. Ich glaube auch. Ich glaube, ich muss den Schalter nochmal umlegen, oder? Aber... So, jetzt haben wir das Wasser da. Aber das bringt uns nichts. Oder doch? Hier kommen wir drauf. Da kommen wir nicht drauf. Da kommen wir nicht rüber. Das war also noch nicht richtig. Du kannst das nicht, du hast dein Flugzeug verbummelt, Flachdachs. Das gute Flugzeug. Der war wirklich nicht schlecht. So, ich glaube, das ist korrekt. Ich kann schon wirklich fluchen und beleidigen, wenn ich möchte, aber ne? Mach ich nicht, weil nee. Das erhöht ja nur den eigenen Stress. Ich glaube gar nicht, was Adi mir den ganzen Tag an den Kopf wirft hier. Den ganzen Tag immer. Immer wieder. Clemens flucht nicht wenig, ja. Und Clemens flucht vor allen Dingen politisch nicht korrekt. Ah, manchmal zumindest. So. Wobei ja PC auch immer so eine Auslegungssache ist, ne? Aber trotzdem. Bam! Der muss kaputt gehen. So. Man kann unkorrekt fluchen? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich geht's, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Anni. Clemens, ich auch nicht. Ich habe das auch alles verdrängt. Schon immer. Ich muss ja erstmal den Weg finden. Das ist ja geil. Politisch nicht korrekt. Ich bitte um ein Beispiel. Nee, 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 nee. Es gibt Fluchen und Fluchen. Ja, wenn Clemens zum Beispiel sagt, du fuchst du, ja, weißt du, das ist politisch eigentlich nicht korrekt ausgedrückt, denn es könnte ja auch eine Fuchsin sein. Das ist es! Clemens gendert nicht richtig. Ja, auf jeden. Clemens, was ist da los? Oben rechts um die Ecke. Oh. Die alte Füchsin, ey. Ich muss erstmal hier nochmal nach unten. Ich glaube, da unten geht's lang. Ja, da rechts? Ja, da rechts. Warte. Oh, hier lang? Da ist ja nichts. Da geht's ja, da tun wir uns ja nur... Oh, nee, da tun wir uns nur weh. Hier lang? Da geht's nicht lang. Da geht's nur mit Wasser lang. Genderismus ist inzwischen PC integriert worden? Nee, eigentlich auch nicht, um Gottes Willen. Ich halte davon auch null, ne? Ist einfach so. Man kann es halt auch übertreiben. Ah, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich kann noch hier auch, ne? Und so. Da. Praktisch nur noch eins zum Draufschimpfen. Oh ja. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das muss... Das geht ja nur hier hin. Es geht ja nur nach unten. Und willkommen zurück, Jenny. Du musstest gerade kurz mit deiner Oma telefonieren. Beim nächsten Mal liebe Grüße an deine Oma. Ich hoffe, da ist alles okay. Noch eins nach links, aber das geht nicht noch eins nach links, weil wir hätten es... Hätte das geklappt?
Tatsächlich, Deliane. Tatsächlich, da ist nämlich weniger mehr. Ach, gut, okay. Naja, ne? Macht ja nichts. Alles gut. Oh, eine Spinni, 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 Spinni. Eine tote Spinni, Spinni. Schiebung. Boah, ich muss mal die Heizung ausmachen. Das ist warm. Zumindest auf 20 Grad, nicht auf 23,5. Wenn du sonst nicht kannst, das kannst du. Jeder kann irgendwas. Wir haben heute auf Arbeit darüber geredet, wer so besondere Fähigkeiten hat. So im Sinne von, hey, ich kann an meinem Ellbogen lecken oder sowas. Ja, also die wichtigen Dinge, die man so im Marketing bespricht. Oder, hey, ich kann zum Beispiel sowas, ja, hier einfach so wechseln. So, ihr wisst schon, ne? Einfach so. Und, oder was ich halt zum Beispiel nicht kann, ist ja hier so mein Daumen an den Unterarm quetschen. Das kann ich nicht, da breche ich mir das Handgelenk. Das kann aber auch eine Kollegin von mir. Die kann das völlig entspannt und war total überrascht, dass es Menschen gibt, die das nicht können. Ja, also nur über sowas haben wir heute geredet. War schon schön. Mario ist jetzt voll. Ein Schwein ist schon satt. Ne, so heißt es doch. Sie war sauer auf dich? Deine Oma war sauer auf dich wegen etwas? Gut, Jenny, dann besser dich, was auch immer es war. Mach es nie wieder, wenn deine Omi sauer wird. Es sei denn, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann musst du vielleicht mit ihr nochmal reden. Die wichtigen Dinge, ja, Ari, die wichtigen Dinge. Oha, ich glaube, hier kommt ein Bösschen. Hat Mario aufgegessen? Natürlich hat Mario aufgegessen. Also Nika, das war ja nur... Das steht außer Frage. Hier ist übrigens der große Blob. So, oh, jetzt haben wir drei große Blobs. Nieder mit den Blobbys. Weg damit. Katsching, katsching, katsching. Da gibt es noch hier schönes Geld. Wir haben schon 621 Gold. Ich sehe es, ihr nicht. So. Schade, dass die nicht kaputt gehen hier an den Stacheln. Weißt du, ich tue mir da mal weh und die Blobbitzen, die kommen da voll klar. Unglaublich. So, weg, weg, weg. Au. So. Haben wir gleich. Au. Aber das war jetzt gar nicht so schwer, fand ich. Döner nicht aufessen, wer macht denn sowas? Das frage ich mich auch. Das kann nicht sein. Ja, mäßig. Ich kann den Schalter nicht benutzen. Was ist denn da los? Haben wir den jetzt benutzt? Wir haben den Schalter benutzt. Sehr gut. Ohne Schimmel. Aua, aua, aua. Rauf da, rauf da. Okay. Wird Zeit für ein Level-Up, ey. Ich sag's euch. Wir müssen jetzt nach unten. Heißt also... Treffe ich das ab hier? Zwei Hände. Also ich behaupte jetzt, so multitaskingfähig bin ich nicht, dass ich das hinkriege. Deliane mag nur Feta-Käse. Ich mag auch fast jede Art von Käse. Hä, warum geht denn das schon wieder nicht? Muss ich wieder hier hin? Tête de Moine? De Moine? De Moine? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. WB ich in Clemens und erfolgreich. Ich bin gleich tot. Warum geht denn das schon wieder nicht? Was mache ich gerade schon wieder falsch? Könnt ihr mir das sagen? Ach so, ich muss direkt hier drüben stehen. Alles klar. Mönchskopf auf Deutsch. Mönchskopf. Käse. Schweres Wort für mich heute. So, was haben wir hier drin? Ein sonderbares Juwel, noch ein Gegenstand, der Ärger bringen könnte. Klasse, ich hätte gerne Lebenspunkte und nicht hier wieder sowas. Wir haben nur 15. Oh, schade hier. Uiuiui. Armer Clemens. Ich suche mir was anderes zum Bestellen. Ja, asiatisch.
Mach mal. Ich gehe mal zu den Vasen nach. Oh, geht gar nicht. Oh, wann habe ich gespeichert? Ist schon gefühlt eine Stunde her, ne? Scheiße. Ui. Und wieder hoch. Ach, aber ich muss den Boss nicht nochmal besiegen. Das ist ja schon mal hilfreich. Nudeln mit Tomatenhackfleischsoße. Oh, geil, Jenny. Das kann Clemens auch essen. Er kann's nicht kochen, meint Mario. Mario ist wieder gemein heute. Kennen wir ja nicht anders. Nur alles mit Käse und Sahne. Käse-Sahne-Soße. Gönn dir. Wir haben auch noch Tortellini da, Clemens. Mit Spinat und Ricotta. Auch lecker. Und ein bisschen Pesto, falls du möchtest. Calabrese. So. Das war jetzt ja doch nicht so dramatisch. Und hoch. Da geht's nicht lang. Aber wo ist denn... Hä? Guck mal, hier fehlt das Ding. Naja. Und da oben ist irgendwie so ein Schrein oder so. Hä, wo sind denn die Dinger hin? Die fehlen. Ist ja witzig. Natürlich die Frage, ob das so sein muss und wie kommen wir da hoch? Hä, warum fehlen die denn? Verbuggt? Ist ja witzig. Ja, weil ich finde ja auch irgendwie alle Bugs. Fehlen voll viele. Naja. Einmal einen Speicherpunkt erreicht. Gehen wir mal rechts runter. Die hat doch alles angefangen, oder nicht? Da ist noch eine Kiste. Ach, hier ist der Schalter. Aber ich gehe erstmal kurz rüber. Ist noch ein Speicherpunkt. Jenny ist auf dem Weg zu Clemens. Clemens, ich hoffe, du gibst Jenny ein ordentliches Trinkgeld, wenn Jenny sich so weit auf den Weg macht. Ja? Mädchen im Alter lässt man um die Uhrzeit nicht alleine draußen rumlaufen. Clemens, du hättest dir dein Essen abholen können. Anni hat's kaputt gemacht. Ja, habt ihr was anderes erwartet? Jetzt mal ehrlich? Eigentlich nicht, oder? Ihr habt nichts anderes erwartet. Sag ich ja. So, das passt so nicht, weil irgendwie... Ach doch, hier können wir noch die Vasen kaputt machen. Kaputski. Nochmal. Ich würde gern zu dieser Truhe, aber irgendwie... Ob das so richtig ist? Da geht's nicht. Ihr erwartet gar nichts mehr von mir, Anni? Dankeschön, Alex. Bitte. Was soll denn das? Ich gebe mir so viel Mühe. Hat sich stets bemüht. Ist eine 4. Hier ist irgendwie nicht richtig. Das haut so nicht hin, ihr Lieben. Und Hallöchen, Tinma. Anni verläuft sich schon wieder. Ich? Moi? Nee. Du verwechselst mich. Mit wem auch immer. Ich würde mich nie verlaufen. Nie. Ich habe mich auch noch nie verlaufen. Da bin ich schon halb verhungert. Ach Mensch. Clemens, ne? Hier geht schon wieder raus. Wo muss ich denn lang? Da war sie da. Was können wir denn hier machen? Können wir was einsetzen? Tragen wir eigentlich schon die Bronzerüstung? Doch, wir tragen sie schon. Sie wird angezeigt. Und Hallöchen Orca, guten Abend. Jenny, nimm bloß nicht die Bahn, ansonsten verhungert Clemens. Ja, bei dem Wetter draußen ist echt so. Ihr Lieben, was ist hier los? Ich muss bestimmt darüber, oder? Aber wie komme ich denn darüber? Das geht so nicht. Oder kann ich hier irgendwie unseren Typi rumspringen lassen? Muss ich mal gucken.
Nee, es reicht nicht. Annie verläuft sich nicht, sie findet neue Routen. Ja, einfach mal alternative Wege aufzeigen, ne? Ich hätte ja gern hier irgendwie noch so eine Schalter gehabt, aber irgendwie... Das ist doch schon wieder der blöde Raum vom Anfang. Das macht's mir hier gerade nicht einfacher. Versuch's von einer anderen Plattform. Ja, aber das Problem ist ja, hier komme ich ja nicht rüber. Hier ist auch überhaupt nichts zum Mitdrehen. Da kommst du auch nicht lang. Und mehr gibt's ja nicht. Also, ich kann jetzt nochmal drehen. Hier drüben links, da war ja nur das Vasenzeug. Das haben wir ja schon. Und nach unten geht's nicht. Jetzt kann ich nochmal drehen, dann kommen wir rechts rüber. Dann sind wir bei dieser komischen Truhe. Aber hier ist ja irgendwie auch nichts. Eventuell dreimal drehen? Naja, ich kann jetzt ja nochmal drehen. Aber das Problem ist, dann kommen wir ja auch nur dahin und dahin. Und was anderes ist hier nicht. Und nochmal drehen bringt ja nichts. Wie geht das hier weiter? Die da oben bewegen sich auch nicht. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal gucken, ob man hier nochmal den Hebel irgendwie benutzen kann. Ist immer noch hier so, dass da irgendwie das eine Teil fehlt. Witzig. Da, wo ich vorhin gestanden habe, waren so Rauten an der Wand. Passt da ein sonderbares Juwel rein? Das ist eine Option. Ihr habt ein Juwel aufgebraucht, das andere fehlt aber noch. Okay. Es fehlt noch eins. Das ist okay, dass Sapir das verrät. Hallo, ihr wollt doch, dass wir vorankommen. So ein bisschen. Von der rechten Platte den Hebel. Aber da ist doch gar kein Hebel auf der rechten Platte, oder bin ich jetzt blöd? Keine Antworten. Da ist kein Hebel. Seht ihr das? Da ist kein Hebel. Es gibt nur diesen einen Hebel. Und der hebelt hier alles. Da oben ist keiner, links ist keiner, hier ist kein Hebel. Nur der. Und hier ist nichts. Was ist da los? Da sind Bilder am Boden. 1, 2, 3. Ah, da zeigen die weißen Strahlen hier nach oben, nach da, nach unten, nach schräg. Ja? Oh Gott. Oh weia. Also das zeigt nach da. Muss ich das dann von den Seiten aus anhauen? Also die Frage ist auch im Uhrzeigersinn oder nicht? Ich kann ja mal... Oh! Danke! Mensch, Liarim. Herzlichen Dank. Hätte ich jetzt natürlich nicht verstanden. War mir gerade zu hoch. Okay, wir haben aber hier einen Schalter erwischt. Und da drüben ist der nächste Schalter. Oh, und der ist zeitlich begrenzt. Na, das ist ja klasse. Schade. Aber nee, wir kommen da trotzdem rüber. Du dürftest nicht spoilern. Wer sagt denn das, Deliano? Du hättest auch spoilern können. So, jetzt haben wir hier... Aha! Oh, krass. Das ist ja witzig. Okay, dann so. Aha, dann machen wir das nochmal. Cool. Richtig gut. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir hier nochmal gedrückt. Oh, da tickt schon wieder eine Zeit. Ach du Scheiße. Oh Gott. Dann müssen wir den anderen bestimmt jetzt auch noch runterdrücken. Klick. Oh nein. Nochmal. Beide zeitgleich reicht nicht. Scheiße. Was muss man jetzt? Oh, das artet doch in Stress aus.
Da komme ich nicht rüber. Oh. Jetzt würde ich gern verstehen, was da ausgelöst wird. Also nochmal. Ne? So, dass wir hier auf beide Platten kommen. Also noch eins. Ich frage, ob wir irgendwie noch Wasser weglassen müssen. Irgendwie. So, also. Einmal. Klack. Zweimal. Klack. Ah! Hä, warum hat das vorher nicht geklappt? Aber eine Truhe. Düdelüdelüdü. Ein sonderbares Juwel. Der bringt auch Ärger. Ja, geil. Kommen wir ja vorwärts. Schön. Und nur, weil Leachim uns verraten hat, wie es weitergeht. Vielen Dank nochmal. So muss das. Manchmal brauche ich eben auch einen Tipp. Ja, ich kann ja nicht alles wissen. Und Hallöchen, Timera. Du kommst an und Anni ist verwirrt. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass ich verwirrt bin? Wirklich. Mario guckt mich auch völlig entgeistert an. Hm? Was? Anni und verwirrt? Ja. So, hier. Haben wir noch. Das sonderbare Juwel Nummer 2. Weil ich immer verwirrt bin, allerliebste Anni. Ach, danke. Und der Mario spammt ja auch wieder rum. So, cool. Oh. Eieiei, das sieht irgendwie nach Boss aus. Ich bin immer verwirrt. Och. Ist er nicht süß? Er ist ein bisschen krummelig. Wer hat meine schönen Töpfe zerschlagen? Das frage ich bei unserem Geschirr auch immer. Und ich kenne die Antwort. Was? Ich mochte diese Töpfe. Ich weiß von nichts, sag's euch. Oh! Ich erkenne euch. Ihr habt meine Geisterfreunde aus dem Wald vertrieben. Oh Gott, er wird uns hassen. Und jetzt, wo ich neue Freunde habe, wollt ihr mir die auch wieder fortnehmen? Nein. Er glaubt uns nicht. Ich glaube euch nicht. Ja, sag ich ja. Ich glaube uns nicht. Wie ich sehe, bleibt mir keine Wahl. Ich muss euch loswerden. Nein, musst du nicht? Ja, Tai, sei nicht so aggressiv. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal... Ich kenne den noch. Aber das ist halt schon Jahre her. Oh, war ja, ich glaube, ich muss ihn anschießen, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Rätsel früher damals gelöst habe, wenn ich jetzt schon gar keinen Check mehr hatte, wie das funktioniert, ne? Wie redest du mit Deliane? Hey, du dicke Kröte. So, wir müssen ihn hier kaputt machen. Freundchen, los raus aus dem Wasser. Zack. Oh, daneben. Daneben! Hm. Profi. Einmal haben wir ihn schon getroffen, oder zweimal oder so. Wo ist er denn jetzt? Komm raus! So, und. Zack, und noch einmal, komm. Nein. Dat aim! Bist du hart neidisch, ne, Clemens? Bist du hart neidisch drauf? Weiß ich. Sehr, guck dir das an hier. Easy Game. Genau, Pro Gamer. Bitte ein bisschen Unterstützung. Gerne auch ein paar Schafe in den Chat. Ja. Oh, ich kann ihn auch so hauen. Ist doch noch viel besser. Oh, ich glaube, er wechselt sein Angriffsmuster. Jetzt weißt du, warum ihr in Apex so gut seid. Wir haben schon lange kein Apex gespielt, weil Clemens nicht zu Hause war am Wochenende. Und sonst lieber mit Hiro spielen wollte. Ja, ja, das Clemens, ich habe mir das auch gemerkt, ne? Ein Tipp pro Person? Och, naja, das gehen auch mehr.
So, jetzt ist der hier aber ordentlich am Rumballern. Achso, also am Anfang betäuben. Doch, Clemens, das stimmt. Du hast immer mit Hiro gespielt. Du hast mich nicht mal gefragt. Also manchmal hast du mich abends gefragt, aber da war es schon spät. Und eine Anni musste da ins Bett, weil nächsten Tag Arbeit und so. Und an den Wochenenden hast du ganz frech mit wem anders gespielt. Wenn du um 22 Uhr fragst, dann kann ich meistens nicht. So, hier. Schnell, 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 schnell. Hat noch nicht gereicht. Ich muss nicht schlafen, habe ich heute Nacht gemerkt. 4,5 Stunden reichen dicke aus, um abends saumüde zu sein, ja. Ach, Freundchen, komm raus. Einmal. Oh, das reicht überhaupt nicht. So wie die hier. Oh Gott. Ih, der hat uns angespuckt. Ih. Um 22 Uhr wird der Junge halt erst wach, ja. Und die arbeitende Bevölkerung muss da schon gucken, dass sie sich langsam, naja, abreagiert. Ne? Um nicht total aufgekratzt zu sein. So, wo ist denn der jetzt? Aua, oh scheiße, wir sind gleich... Moment. Wir haben Tränke. Hier, roter Trank. Auf jeden. 100% Lebenspunkte. Oh, mein Gott. Da habe ich gerade nicht hingeguckt, ne? So, ey, 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 ey. Nach. Aber der ist gleich down. Einmal noch. Oh, 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 oh. So, komm jetzt hier. Komm raus. Tada. Gott, ja, jault. Alles klar, Jenny. Und Hallöchen, Shadow. Einen schönen Montagabend. Ein Kaltgetränk. Cola. Die gute Cola. Angola. So. Ihr seid einfach zu stark. Tut mir leid, Freunde. Ich konnte euch schon wieder nicht beschützen. Aber wir wollen doch seine Freunde gar nicht wegnehmen. Aber wir wollen doch nicht eure Freunde angreifen, meine Güte. Siehst du, ich hätte es genau so gesagt wie Melina. Sie sagt die Wahrheit. Wir brauchen nur eure Hilfe. Ihr seht stark genug aus, um den Felsbrocken von der Mayenne-Brücke zu entfernen. Den Felsbrocken? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr habt uns aber zuerst angegriffen. So sieht's aus. Meine Güte, da habt ihr Bericht. Verzeiht mir bitte. Ich dachte nur... Nicht doch. Ich habe zu danken. Nach unseren Begegnungen habe ich meine Meinung geändert. Weil ich so lange alleine gelebt habe, habe ich beschlossen, ein paar echte Freunde zu finden. Am Ende sind Menschen gar nicht so übel. Hahaha. Diese Geschichte mit den Geistern ist ewig her. Wie auch immer. Für euer Alter seht ihr echt gut aus, Gnefrau. Falls ihr ein paar Tipps habt, wie ihr eure zarte Haut bewahrt, ich wäre vielleicht interessiert. Ich bin zwar kein Mensch, aber ich bekomme langsam Falten und... Hey, ich bin noch jung! Können wir uns um das dringendere Problem kümmern? Falten sind dringend. Ich will mein Volk finden. Also müssen wir diese Brücke überqueren. Leider fehlt mir die nötige Kraft dazu. Aber seid ihr nicht ein Dämon? Ja. Vielleicht könnte ich euch ja helfen. Seht es als Entschuldigung dafür, dass ich euch angegriffen habe. Herzlichen Dank. Wir Hüter sind in der Lage, uns Mana zunutze zu machen. Mana? Das hat mein Papa mal erwähnt. Es ist eine Art natürliche Energie. Es wohnt allen Lebewesen inne, aber in großen Mengen kann es gefährlich werden. Ja, so ist es. Es heißt, man kann mit Mana die Stärke eines Dämonen erhöhen. Wie wäre es, wenn ich euch meines gebe? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Immer her damit. Deliana ist richtig übel. Warum bist du richtig übel? Wir haben Mana bekommen, natürliche Lebensenergie. Ich konnte es gar nicht zu Ende lesen. Gucke ich gleich noch nach. Ist erledigt. Ich hoffe, es hilft.
Geht jetzt, ich muss mich auf einen Zauber vorbereiten. Der Kampf hat mich ausgelaugt. Es ist schon lange her, seit ich so viel geschwommen bin. Vielleicht sollte ich mir mehr Bewegung verschaffen und ein bisschen abnehmen. Meine Güte, diese Lebensweisheiten. Du bist ein übler Mensch, Deliane. Ach, Quatsch. Yatai ist also auch ein Hüter. So wie der, dem wir in meiner Zeit im Wald begegnet sind. Hieß er nicht auch Yatai? Das war der gleiche. Ich frage mich, ob sie irgendetwas mit den Magi zu tun haben. Habt ihr das gehört, Wonder Man? Wir müssen jede Person finden, die uns helfen kann, das Mana zu verwenden. So, ich wollte noch gucken wegen dem Mana, was da für eine Beschreibung beisteht. Hier, Mana. Natürliche Lebensenergie garantiert 100% nachhaltig, umweltfreundlich und glutenfrei. Mhm. Oh je. Ah. Ja, das stimmt, Sapi. Ist das jetzt nicht doppelt gemoppelt? Übel und Mensch? Manchmal schon. Bei einigen mag das wirklich zutreffen. So, wir müssen raus. Können gar nicht speichern. Was ist da los? Cheers, ne? Kein Vorbild nehmen. Cola ist ungesund, bla bla bla. Ist ja eine Zero. Auch laktosefrei. Und ohne Fructose und überhaupt. Und sowieso. Frei von allem. Glutenfrei bleibt im Regal. So, was erzählt er denn hier? Falls ihr den Chef sucht, der hat leider einen schlechten Tag. Er hat sich davon gemacht, um sich in seiner Höhle auszuruhen. Ja, 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 das haben wir vorhin schon gehört. Wir haben aber schon mit ihm gesprochen. Wir haben das Mana bekommen. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Zur Brücke, zur Mayenne-Brücke. Und willkommen zurück, Clemens. Clemens, was ist jetzt eigentlich geworden? Bei dir. Zum Essen. So. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Okay. Da ist die Brücke. Taps, taps. Mayenne-Brücke. Boah, das ist aber neu, dass die so eine komischen Dinger werfen. Nudeln mit Tomaten-Hacksoße von Jenny. Ja, aber die dauert ja noch, bis sie da ist, Clemens. Von daher, was gibt's bis dahin zum Überbrücken? Schuhsohle, meint Mario gerade. Na, kann im Notfall schmecken. Als Vorspeise eine kleine Pizza. Hoffentlich mit Käse im Rand. Oder Spinnen. Oh je. Ah ja, die kleinen Eichhörnchen wieder. Die Ninja-Hörnchen, die kennen wir auch noch. Wo ist denn hier die Brücke hin? Sagt mal. Ist hier unten?